Leitschuh, ich bin Künstlerin, Maler und Zeichner und wir sind gerade in meinem Atelier im Nordbahnhof in Darmstadt. Ich habe immer schon gerne gemalt, aber ich habe mich in der Schule schon entschieden, Grafikdesign zu studieren. Und nach dem Grafikstudium habe ich eine Weile in der Werbung gearbeitet und dann habe ich angefangen, selbstständig zu arbeiten, Logos entwickelt, Corporate Design. Dann habe ich angefangen zu malen. Gezeichnet habe ich sowieso immer nebenbei. Ich habe mir dann vor 16 Jahren dieses Atelier gemietet. Und da habe ich eigentlich angefangen, professionell zu arbeiten, weil da musste ich damit Geld verdienen und habe Kurse auch organisiert. Und das ist beides so gewachsen, das Malen und das Kursgeben. Immer schön, mit Menschen zusammen zu sein, die dasselbe Interesse haben. Ja. Das verbindet, das ist für mich auch so als Mensch total schön. Ich fühle mich dann immer in den Kursen irgendwie verbunden mit den Teilnehmern. Da muss ich das natürlich immer so mit Worten auskleiden, dass der Zeichner nicht frustriert ist, weil wir Kreativen, wir sind irgendwie auch sensibel und das ist eigentlich die halbe Miete. Aber es ist einfach total schön, wenn jemand durch meine Hilfe seinen Weg findet in die Zeichnung, zum Zeichnen können und in die Malerei. Das ist beglückend, ja. Ein Aspekt auf der Discovery ist auch, ich kann mich mit anderen Künstlern vergleichen. Das ist ganz wichtig, mich einzuschätzen. Auch mich einzuschätzen, was ich wert bin. Ja, ich kann Gespräche führen und höre raus, ja, es ist, kommt an. Kein Künstler kann ohne das Feedback arbeiten. Man braucht einfach eine Reaktion auf seine Bilder. Die kriegt man auf so einer Messe, weil da kommen erstmal vielleicht eventuell Käufer oder auch einfach nur andere Künstler, die wollen dann mit einem reden, man tauscht sich aus. Meine Motive in der Malerei, die ergeben sich auf der Leinwand. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass meine Malweise einen bestimmten Weg verfolgt und ein Bild ist quasi mit der Erfahrung der Ausgangspunkt für die nächsten Bilder. Es ist eine stetige Entwicklung. Malen ist poetisch. Malen hat was damit zu tun, wie ich lebe, was ich sehe in der Welt. Und ich habe ein wunderbares Ventil gefunden, um mich auszudrücken. Also alles, was ein Künstler oder ein Mensch macht, mit Hingabe und mit Spaß und mit Freude, das kann er unter Umständen auch lange machen und intensiv und sehr arbeitsaufwendig. Alles, was du gerne machst, kann man Stunden dranhängen. Das ist vielleicht ein Geheimnis für eine gute Arbeit. Wenn ein Bild fertig ist, dann ist der Prozess für mich abgeschlossen. Der Prozess bedeutet für mich Entdeckung, Lernen, Überraschung. Und wenn das fertig ist, dann kann ich mich gut davon verabschieden. Wenn das Bild rausgeht in die Welt, bin ich ganz glücklich. Hat seinen Platz gefunden.